Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Teardown. Wir haben beim letzten Mal einen ziemlich chaotischen Safe-Raub und wir schauen heute mal, wie es denn hier weitergeht. Water Tower, okay. 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 Ja gut, dann machen wir das mal. Da müssen wir wieder hier rüber und genau. Wir reißen jetzt mal diesen Turm ab, den wir da gerade gesehen haben. Das sollte schätzungsweise nicht so schwierig werden. Oh cool, Bomben. Was haben wir denn hier? Das ist nur der Tower, ne? Tatsächlich. Ja, das ist nur der Tower. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht schlecht ist, wenn er kleiner wird, als er werden soll. So. Das hier wird unser Fluchtwagen da vorne. Das sieht aber vielversprechend aus. Ganz, ganz vorsichtig. Wir sind echt super abgesichert. Hier ist der Turm, ne? Genau. So, was sagt denn hier die Karte? Feueralarm, okay. Die Tür geht nicht auf. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hier rüber kommen wir da hoch. Ich versuche mal erstmal, ob das vielleicht Rohrbomben sind. Moment, jetzt können wir es direkt mal ausprobieren. Hier mit unseren Brettern. Die haben wir ja hier so schön extra für sowas bekommen. Das ist die Pipebomb, das ist die Bomb. Okay. Oh Gott. Geht ja direkt schon los hier. Oh. Au. Bein gebrochen. Ich kann nicht mehr fliehen. Ja gut, aber das sollte ja gehen hier, ne? So, ganz vorsichtig ums Eck. Oh, wie ich runterfallen. Jo, das dritte habe ich noch platzieren können. Sehr schön. Das ist auch noch hochgegangen. So wie es soll. Oh. Ja, okay. Das ist sogar noch besser. Wir haben hier noch ein Treppenhaus. Au. Ach nein. Der Turm ist nicht weit genug eingekracht. Okay. Mir kommt da eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das klappen wird. Also die Bomben sind auf jeden Fall schon mal gut. Die behalten wir. Was ist denn, wenn wir den Turm vielleicht so fällen wie ein Baum? Dass das vielleicht. Ja, dass es vielleicht sogar da runterrutscht auf so einer Schrägen. Vielleicht kriegen wir das hin. Oder wir reißen einfach das ganze Ding runter. Oh Gott. Ja, das war... Ach, nicht Quick Save, nein. Restart. Das war mal ein kleiner Booster, würde ich sagen. Ja, vielleicht reißen wir auch einfach den ganzen Turm ein. Das könnte ja auch gehen. Okay, geht ja auch nach innen auf. Ups. Ja, kommt mal vor. Ganz vorsichtig. Nicht, dass wir nochmal das haben wie gerade. Die kann ich aber auf jeden Fall noch gebrauchen. Ah, Moment. Das probieren wir nochmal. Ja. So, ich halte das mal. Mist. Okay, das könnte aber gehen. So, dann
dann werde ich hier noch so eine Art Stütze machen. Okay, ja, so viel zur Stütze. Okay, warte mal, wir versuchen es erstmal. Vielleicht klappt es ja auch so. Nee, auf keinen Fall. Ich wollte eigentlich das hier so rein drücken, aber das geht nicht. Das geht ganz und gar nicht. Moment, ich mach nochmal gerade Quickload. War das Quickload? Geht das Quickload? Nee, das war das ja. Genau, Restart muss ich nochmal. Ich mache jetzt nochmal einen Quick Save hier am Anfang. Ich würde ganz gerne durch das Fenster da reingehen. Ach komm, scheiß drauf. Wenn ich nämlich durch das Fenster da reinkomme. Jo. Wir machen es anders. Ich gehe hier rüber rein. Also den hier werde ich mal wieder drehen. Fluchtfahrzeug, falls der Alarm losgeht. Gehen wir mal gerade, wo gehen wir denn am besten rein? Kriegen wir das hier auf? Nee. Nee, nee, nee. So, wo haben wir denn die Rohre? Okay, ganz vorsichtig. Okay, das will nicht. Das will nicht funktionieren. So, nochmal. Jo, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann hier aufs Dach. Vielleicht reicht das ja auch. Und hier machen wir dann auch nochmal eine Planke hin. Genau. Und schon sind wir drin. Ich mache mal Quick Save. Damit haben wir schon mal ein bisschen was erreicht. Und ich hole dann mal hier die Bomben raus. Was ist denn hier das? Die Markierung. Die war außen, ne? Ja, genau. Oh, ich bin fast draufgegangen. Egal. Wir gucken erstmal, wie sich das jetzt verhält. Ja, so in der Art habe ich mir das auch schon vorgestellt. Oh Gott. Ich dachte eigentlich, das rutscht nur vielleicht dann schräg. Aber gut, wir haben es ein bisschen chaotisch gemacht. Es ist aber gut gegangen. Jetzt nicht noch drauf gehen hier wegen. Tschüss. Ja. Gut. Continue. Haben wir den Turm mal gerade abgerissen. Was kommt denn hier? Okay, hätten wir auch unten abreißen können, aber egal, wir haben es oben gemacht, da wo angemalt war. Was ist denn hier das? Okay. Na gut, looking better. Okay, die hatte wieder, wie heißt es, die hat wieder, Gas. Man kann wieder ihren Kaffee machen, das ist auch gut. Okay. Ja gut, ne? Dann schauen wir doch mal.
Fine Arts. 4 Bilder sollen wir jetzt klauen. Der hat sich jetzt direkt hier, ne, Sorgen gemacht wegen dem Turm, den wir gerade abgerissen haben. Der Kollege. Und wir starten hier auf der Seite. Okay. Was ist das? Sind das alles Bilder? Da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Hier. Das ist auch eins. Da. Alter Schwede, das sind eine ganze Menge. Das sind eine ganze Menge. Der Alarm wird wahrscheinlich losgehen, ne? Ja, genau. Alarmboxen. Aber hiermit haben wir ja schon mal das richtige Auto dafür. So. Okay. Hups. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Da oben müssen wir hin. So, ist ja egal. Wisst ihr was? Wir können das gerade auch mal nutzen hier. Ich hatte doch gesagt, wir reißen irgendwann mal diesen Turm hier weg. Diesen Balkon hier weg. Das machen wir jetzt. Wenn wir das hinkriegen. Okay. Ja, wobei ich glaube, das wird zu viel Ressourcen fressen. So viel haben wir gar nicht. Oh. Nee, das werden wir nicht hinkriegen mit den, hier, mit den Sachen, die wir dabei haben. Nee. Kriegen wir nicht hin. Na gut, also wir haben hier oben auf jeden Fall schon mal das erste Bild. Da werde ich vielleicht über den Balkon abhauen, hier runter ins Auto direkt. Haben wir hier noch ein Bild drin? Nee, ne? Aber da unten. Da könnte man vielleicht hier sowas wie eine Autorampe bauen. Wenn das Sinn macht. So, ein bisschen Chaos muss sein. Also, hier könnten wir sowas wie eine Autorampe hinmachen. Um hier runterzukommen. Okay, die meisten Sachen haben wir aber tatsächlich oben in den Gebäuden drin. Mhm, dann schauen wir nochmal. Dann schauen wir doch nochmal. Oh, So, wir müssen da wahrscheinlich nach oben. Mann, oh Mann, was für eine Bude. Wir müssen sogar nach ganz oben. Okay, einmal rum. Da haben wir ein Bild. Auf der Höhe haben wir aber keins mehr, ne? Mann, ist das cool hier. Mit Pokertisch, Billardtisch, nice. Was ist denn hier? Oh, ein eigenes Kino. Ich glaube, das sind die Entwickler. Da müssen wir mal schauen, was wir mit dem Geld machen können. Zimmer. Okay, also hier durch. Da wären wir am liebsten irgendwie so ein Auto. Hier oben, aber das werden wir nicht hinkriegen. Es gibt ja keine Auffahrt oder sowas. Oder vielleicht so ein Motorrad. Dann müssen wir hier hin, einmal hier durch. Nee, das bringt nichts. Gut, hier schießen wir uns dann durch. Glaube ich. Ja, zumindest ganz vorne. Oh, cool. Hä, Moment. Da hinten steht was.
Können wir aber nicht mitnehmen. Lüftungsanlage ist das hier. Na gut, also hier sind wir dann drauf. Dann machen wir hier ein Loch rein. Und das Bild, da haben wir auch noch eins. Ach du Kacke. Laufen hier rüber. Laufen dahin. Das ist viel zu viel Lauferei, glaube ich. Vielleicht macht es sogar mehr Sinn, einfach hoch und runter zu gehen und unten immer mit dem Auto zu fahren. Ah, hier liegt es aber auch direkt. Okay. Okay. Dann fangen wir mal an, das Ganze hier umzusetzen. Da ist unser Fluchtboot. Okay. Dann holen wir den mal. Der hat ja keine Probleme mit auf Bord, außer da ist natürlich irgendwas zu hoch. Okay, da haben wir das Bild. Ist die Tür offen? Vielleicht fahren wir auch mit dem. Müssen wir beides mal ausprobieren. So, haben wir aber schon mal beide stehen. Okay. 30. Moment, ist das mein Rekord? Mit den 30 Sekunden. Wäre cool, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Dann ist wieder ein Sportwagen drin. Ach du Kacke. Selbst da hinten ist noch ein Bild. Oh Mann. Wir können ja erstmal so einen groben Anfangstest machen. Wir laufen einfach mal los, klauen die Bilder, fahren los und schauen mal, wie schnell wir so schon sind. Machen wir einen Quick Save. Ach du Kacke. Ach, nicht Restart, verdammt. Ich wollte aber gerade mal was ausprobieren. Ich wollte nochmal gerade restarten, weil vielleicht können wir das Ding als Rampe nutzen und landen direkt oben. Das wäre natürlich genial. Alter Schwede, das Auto fährt sich echt grottig. Das fährt sich echt grottig. Nee, das klappt nicht. Mit dem Auto können wir das auf jeden Fall vergessen. Das können wir mit dem Auto vergessen. Wir brauchen irgendwas mit Offroad. Aber hier draußen stand ja direkt auch was. Ja. Der Hammer. So. Quick Save. Versuch Nummer 2. Also mit dem zweiten Fahrzeug. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir. Hier wäre unser Durchgang. Ein Bild fehlt auf jeden Fall noch, das weiß ich. Also nicht, ne, hinter uns fehlt noch eins. Wir haben dann auf jeden Fall noch ein paar Ziele offen. Ja, okay, damit könnten wir es schaffen. Zumindest die Hauptziele. Wir haben noch 4 andere.
Aber das hier steht schon mal verdammt gut so. Weg mit dem Auto hier. Oh. So. Ja, cool, eine Walze. Ach, die sind hier am Bauen. Cool. Aha. Kann ich damit was machen? Gut, ich kann sie halt drehen. Na gut. So, also, hier war noch eins drin. Ach, da haben wir sogar noch was drin. Okay. Das muss, genau, das müssen wir noch mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann hätten wir alle. Dann fangen wir, glaube ich, hier an. Dann werde ich das, deswegen habe ich auch das Auto gerade mitgenommen. Das fahre ich nämlich mal gerade hier rum. So. Okay. Jetzt muss ich nur gerade nochmal schauen, wo war das Bild? Ach, das war hier oben direkt. Das war direkt da oben. Dann suchen wir mal gerade einen Weg nach... Ach, hier. Hier ist ein Weg nach oben. Und dann gucken wir mal kurz, wo das rumliegt. Hier direkt. Okay. Gibt's da keinen schnelleren Weg? Einfach mal ausprobieren. So. Ja, wenn das halten würde, wäre mir das ganz gut gefallen. Das könnte gehen, ne? Das könnte gehen. Dann holen wir das hier raus. Quick Save. Wir gucken mal, ob das hält. Ja, das hält. Das hält. Hier wegen. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch den anderen Weg soweit vorbereiten. Achso, genau, ich muss hier darüber dann. Genau, Planke. Mist. Quickload, nicht safe. Boah, das darf nicht passieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht gut geht, wenn ich da mit den Planken so eine Rampe baue. Die wird wahrscheinlich einfach nur durchbrechen. Die wird nur durchbrechen. Wir machen aber noch schnell das Ding hier fertig. Das Ausführen machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Hier machen wir auf jeden Fall aber noch die Planung. So, da müssen wir hoch. So. Da müssen wir noch rüber. Das wird aber auch echt Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht fangen wir sogar hier dann an. Weil das hier so schön zur Straße hinsteht. Und der ist ja auch recht flott, der Wagen. Genau, mit dem brechen wir dann einfach da hinten durch. So, das heißt, hier fangen wir an. Wir fahren
hier mit Vollspeed rein. Machen hoffentlich nicht alles kaputt. Das holen wir. Fahren hier runter. Springen hier hoch. Da müssen wir jetzt noch weitermachen. Wir fahren jetzt mal mit dem Aufzug. Komm. Okay. Zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das eine ist halt eben das Wegsprengen. Da oben, dass wir da direkt durchkommen. Genau. Nochmal Quick Save. Könnte sogar so schon klappen, ja. Das kann ja was geben hier. Oh. So, weg damit. Genau. Dann müssen wir hier lang. Dann können wir rein theoretisch hier noch ein Fahrzeug platzieren, wenn wir noch eins hätten. Da unten steht noch eins. Das platzieren wir jetzt gerade noch hier oben. So. Genau. Dann können wir nämlich auch ganz schnell da runterfahren. Ohoho. Der geht ab. Jo, genau. Da brechen wir hoffentlich durch. Okay. Jo, dann wird es beim nächsten Mal auf jeden Fall Zeit, das Ganze zu testen. Ich laufe jetzt an den Startpunkt und dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dann sehen wir mal zu, dass wir den Raub hier beim nächsten Mal hinkriegen. Ja, komm zurück. Mach die Tür schnell auf. Oh Gott. Okay. Mit Gewalt. Genau, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und genau, dann schauen wir uns beim nächsten Mal das Ganze an. Macht's gut, bis dann. Tschüss.